Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe vom BlackBerry Base Podcast an einem immer noch sehr, sehr warmen Sonntagabend. Wie wir ja im Channel geschrieben hatten, musste die Folge gestern auf heute verschoben werden. Dafür natürlich aber auch diese Woche wieder mit einigen Meldungen. Fangen wir auch direkt mit der ersten an. BlackBerry will neue Geräte in der nächsten Woche vorstellen. Und wieder verschiebt sich die Vorstellung neuer BlackBerry Devices. Diverse Gerüchte, die wir auch hier auf der Base vorgestellt hatten, blieben, wie der Name schon sagt, nur Gerüchte. Weder in der letzten Woche noch auf dem seit Montag stattfindenden BlackBerry Security Summit wurden neue Smartphones präsentiert. Seit Dienstag wissen wir jedoch, wann es wirklich soweit ist. Etwas ungehalten, weil er auf der Veranstaltung mehrfach auf die vielen Gerüchte angesprochen wurde, hat John Chen, CEO von BlackBerry, Stellung genommen. Die Leute fragen mich immer über neue Geräte, aber wir haben viel mehr zu bieten als nur Smartphones. Wir sind auf einem guten Weg, ein starker Dienstleister für Sicherheitssysteme rund um die mobile Datennutzung zu werden, sagte Chen, der zugleich ergänzte, das ist das letzte Mal, dass wir auf dem Security Summit über Geräte sprechen werden. Nächste Woche ist dafür die richtige Zeit. Laut Chen wird Ralph Pini, COO von BlackBerry und als General Manager verantwortlich für die Gerätesparte, die Informationen zu neuen Geräten geben. BlackBerry verkündet wichtige Software-Deals. Bekanntlich fand am Montag und Dienstag der BlackBerry Security Summit in New York statt. John Chen plauderte ein wenig mit dem ehemaligen Bürgermeister von New York, Rudy Giuliani, über die guten alten Zeiten, als 2001 die BlackBerrys der Hilfskräfte die einzigen Möglichkeiten zur Kommunikation waren, weil alle anderen Netze ausgefallen waren. Natürlich wucherten auch die Spekulationen über die Präsentation neuer Geräte ins Kraut, aber letztlich bekamen wir nichts außer einer ernötigten Andeutung von Chen, dass neue Geräte in der nächsten Woche debattiert würden. Dafür hat BlackBerry den Summit genutzt, um neue, richtungsweisende Softwarekontrakte mit Großkunden zu verkünden. Mit dem US-Senat wurde ein 5-Jahres-Kontrakt über die Bereitstellung eines Nachrichtensystems Emergency Notifications geschlossen, der ein Volumen von mehreren Millionen Dollar hat. Weiterhin wurde mit der US Coast Guard ein Kontrakt über ein Informationssystem auf Basis der Ad-Hoc-Software geschlossen, der die schnelle Benachrichtigung von Mitarbeitern im Notfall erlaubt. Darüber hinaus gab BlackBerry bekannt, dass das Department of Defense, vulgo Verteidigungsministerium, weitere Sicherheitszertifikate für BES-12 in Verbindung mit Geräten basierend auf OS 10.3.2 erteilt habe. Fazit: Software-Deals wurden bewusst angekündigt, die Gerätepräsentationen wurden bewusst unterlassen. Damit wird auch hier deutlich, dass Geräte bei BlackBerry zunehmend die dritte Geige spielen. Chen bleibt sich seiner treu und setzt auch hier seine Linie Software First durch. John Chen, Geräte nur noch Komplementärprodukte. Wie im Rahmen der Berichterstattung zu den letzten Quartalszahlen schon angerissen, verlagert sich der Fokus von BlackBerry mehr und mehr zu Softwareprodukten und entsprechenden Dienstleistungen. In New York fand der BlackBerry Security Summit statt und dort wurden unter anderem einige neue Kontrakte verkündet. Die Absicht, welche dahinter steht, ist klar. Die Öffentlichkeit, vielmehr jedoch die IT-Entscheider, zu einer Wahrnehmungsveränderung zu bringen und damit BlackBerry als Software- und Dienstleistungsanbieter rund um die Plattformen iOS, Android, OS 10 und WinPhone zu platzieren. Während des Summits gab es eine kleine Fragestunde, in der natürlich die Geräte wieder im Mittelpunkt der Presseleute standen. John Chen schien ein wenig genervt zu sein, ob der immer noch nicht wirklich verstandenen Ausrichtung des Konzerns. Dabei wurde dies schon oft und reichlich bei diversen Gelegenheiten, insbesondere bei den Conference Calls zu den Quartalszahlen, kommuniziert. Der aufmerksame und interessierte Leser fragt sich dann natürlich unweigerlich, ob die Presse überhaupt über ein Langzeitgedächtnis verfügt, welches eine Halbwertszeit von mehr als 5 Minuten aufweist. Insofern sah sich Chen also nochmal genötigt, gewisse Tatsachen bezüglich der Geräte der Presse mit dem Holzhammer einzuimpfen. BlackBerry wird weiterhin an der Verbesserung der Sicherheit auf eigenen Androiden arbeiten. Das BlackBerry Priv mit dem Android Marshmallow ist der Anfang. Inzwischen beschäftigt man sich mit Android Nougat und hat Hoffnung, die Sicherheit weiter in Richtung des Benchmarks OS 10 treiben zu können. Chen nannte einen Zeitrahmen von 6 bis 8 Monaten. Für den Verbleib von BlackBerry im Gerätebereich sind zahlreiche eigene Geräte nicht notwendig. Es reicht aus, wenn BlackBerry seine Technik und sein Know-how vermarktet. Vorstellbar ist die Lizenzierung von Hardware-Komponenten ebenso wie von Software oder von Apps. John Chen geht sogar so weit, den Namen BlackBerry zur Lizenz anzubieten. Deswegen handelt es sich auch nicht mehr nur um das Device-Business, sondern zukünftig um die Sparte Mobile Solutions. Ein plötzlicher Rückzug aus dem Gerätebereich ist nicht denkbar. Dazu sind immer noch zu viele OS 10-Geräte bei Kunden im Umlauf, die nicht bereit sind, auf iOS oder Android zu wechseln.
Aus diesem Grund wird es demnächst das OS 10.3.3 Update geben, ebenso wie in 2017 ein Update auf OS 10.3.4. Falls man sich selbst aus der Produktion zurückziehe, sei hier ebenfalls eine Lizenzierung möglich. Mit diesen Aussagen ist letztlich klar, wo die Reise hingehen dürfte. Bis auf Weiteres wird es neue Geräte geben, mit Android. Weiterhin werden die OS 10 Geräte gepflegt, nicht mehr. Nicht weniger, Geräte von BlackBerry, welche unter Android Nougat laufen, werden verbesserte Sicherheitsmerkmale aufweisen. Im Rahmen seines Gesamtangebots wird man Kunden entsprechend empfehlen, auf diese neuen Geräte zu wechseln. Das Priv mag von den Verkaufsmengen her eine Enttäuschung sein, hat aber vor diesem Hintergrund inzwischen eine andere Aufgabe. Zu dokumentieren, dass BlackBerry in der Lage ist, Android relativ sicher zu gestalten, viel wichtiger jedoch zu beweisen, dass man permanent an der Software arbeitet und in der Lage ist, das Gerät schneller als Google seine eigenen Nexus-Geräte, mit Sicherheitsupdates zu versorgen. Google Chrome wertet künftig Browserverlauf aus. Bereits im Juni hat Google seine Datenschutzrichtlinie dahin geändert, dass künftig im Chrome-Verlauf alle Aktivitäten sowie besuchte Webseiten zu Analyse- und Werbezwecken verwendet werden können. Erst jetzt hat Google seine Nutzer darüber informiert, dass diese Richtlinien ab sofort in Kraft treten. Nutzer können dieser Datenauswertung als Opt-in-Option über die Werbeeinstellung in ihrem Google-Account widersprechen. Die neuen Regeln sollten laut Datenschutzrichtlinien nur für solche Nutzer gelten, die ihren Browserverlauf mit einem Google-Account synchronisieren. Folgende Änderungen in der Richtlinie treten in Kraft. Das Surfverhalten wird für Anzeige von personalisierter Werbung ausgewertet. Änderungen an der Listen aller Downloads, Cookies, Plugins und Offline-Daten von Webseiten, die gespeicherten Passwörter und individuelle Eingaben in Formularfelder. Neon-Präsentation am 26.07., Preis eventuell 350 kanadische Dollar sowie FCC-Segen erhalten. Das neue BlackBerry Neon steht vor der Tür, dies ist bekannt. Inzwischen nehmen die Gerüchte aber zu und werden teilweise durch Fakten untermauert. Angeblich hat das Neon jetzt die Genehmigungsverfahren der US-amerikanischen Behörde FCC, also Federal Communications Commission, erfolgreich durchlaufen. Dort wird das Neon unter der ID L6ARLD210LW, also BlackBerry STH100-2, geführt. Bekannt war und ist, dass es sich beim Hersteller um die chinesische TLC Corporation handelt, welche hier unter der Marke Alcatel Android-Geräte anbietet, insbesondere die Linien Idol 3 und Idol 4. Die Specs decken sich sehr weitgehend mit dem Alcatel Idol 4 Plus. Verdichtet wird die Vermutung eines gelabelten Idol 4 Plus durch die Tatsache, dass der Akku die gleiche Leistung hat, nämlich 2610 mAh. Auf dem BlackBerry Security Summit 2016 in den vergangenen Tagen hat John Chen bezüglich neuer Geräte auf die nächste Woche verwiesen. Die BlackBerry Base hat darüber bereits berichtet. Scheinbar gibt es jetzt sogar schon einen konkreten Termin. Spekulativ genannt wird ein Live-Online-Event am 26.07. diesen Jahres, auf welchem Marty Beard das neue Neon präsentieren könnte. Dies wird durch die Aussage von Beard untermauert, die Vorstellung des Neons könnte sehr, sehr bald erfolgen. Nicht lange warten lässt die Frage nach der Preisvorstellung für das neue Neon. Kolportiert wird ein Preis von 350 kanadischen Dollar. Dies entspricht einem Preis von ca. 268 US-Dollar. Das fast baugleiche Alcatel Idol 4 Plus, welches jedoch über einen Snapdragon 617 verfügt, wird beim großen Fluss aktuell für 298 Euro angeboten. Dieses Gerät ist recht jung und wird dort erst seit Juni angeboten. Man darf gespannt sein, mit welchem Aufpreis BlackBerry sich seinen gehärteten Kernel und seine Apps wie den Hub und D-Tag vergüten lässt. Neue BBM Beta 10.14x4 für ausgewählte Nutzer. Am Donnerstagabend hat BlackBerry für ausgewählte Nutzer eine neue BBM Beta in der Version 10.14x4 zum Download verteilt. Mit dieser Version wurden Verbesserungen in Gruppenchats implementiert. Hinzufügbare Daten werden in Gruppenchats eingeblendet und können zentral in diesen aufgelistet werden. In Gruppenprofilen haben Mitglieder einen direkten Zugang zu Fotos, Listen und Kalendereinträgen. Das Update müsste nächste Woche für alle anderen Nutzer zur Verfügung stehen. Das war's dann auch schon wieder für den heutigen Sonntag. Euch allen noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.